Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Anno 1404, wo wir in der Köderhütte sitzen und sehen, dass da so ziemlich die Produktion voll ist. Das heißt, wir müssen uns nicht viel drum kümmern. Können wir einfach mal pausieren das Ganze, dann geht es ein bisschen entspannter und dann werden hier nicht irgendwelche Rohstoffe verschwendet. Hier die Schweinezucht können wir, glaube ich, auch anhalten. Das ist auch jetzt nicht so wild. Da haben wir auch genügend, wir haben genügend Leder auf Lager. Da könnten wir tatsächlich noch, ja, noch eine weitere Lederwemser-Produktionsstätte hier bauen. Eine weitere Gerberei, genau. So hieß das Gebäude. So hieß das Gebäude, mit dessen Namen ich vergaß. So, zack, machen wir hier mal den Weg so ran. Und eine Produktion kommt zum Erliegen. So. Okay, die brauchen ja, ach ja, genau, die brauchen ja auch Salz dafür. Okay. Okay, aber sollen die mal machen? Ja, dann machen wir hier doch die Produktion weiter. Weil Salz sollte ja kein großes Problem sein herzustellen. Das geht schon irgendwie. Gut, ansonsten sind wir hier, ja, Glas leert sich. Da ist der Schuldturm, da haben wir die Patrizier. Wie viele Adlige haben wir mittlerweile? Schon 7 Adligenhäuser. Wo sind die denn? Die müssten doch jetzt langsam mal zu finden sein. Ach, hier, ja, da sind sie. Oh, der sieht aber nicht sehr glücklich aus. Was fehlt denn hier? Ach, Fleisch fehlt hier. Und wir haben nicht genügend Leinenkutten. Sehe ich das richtig? Aha, das ist aber mal nicht gut. Da sollten wir mal schleunigst was unternehmen. Und eine weitere Produktionsstätte da. Haha, da schnell mal hinwerfen. Eieieiei. Das ist natürlich nicht so toll. So, Webstube. Bitteschön, arbeiten. Aber zügig. Wir haben hier einige Leute, die wir versorgen müssen. Das ist natürlich nicht so toll. Okay, aber ansonsten haben die gar keine weiteren Bedürfnisse. Das Einzige, was die dazu kriegen, ist Fleisch. Das ist das Einzige, ne? Nur Fleisch. Ansonsten, ja, ansonsten egal. Der Rest ist nicht so wichtig für die. Okay, das ist natürlich jetzt ein Problem, dass uns hier die Leinenkutten gerade ausgehen. Das ist nicht toll. Gefällt mir überhaupt nicht. Müssen wir unbedingt für sorgen, dass das sich ändert wieder. Okay, wir sehen, Eisen gibt es gerade nicht so viel. Noria leeren sich. Ah, ja, Mensch, hoppala, da müssen wir natürlich... Oh ja, die müssen wir ja auffüllen wieder. Wie sieht es denn hier aus mit denen? Die sieht noch gut aus. Ach ja, hier ist die Produktion gehalten, weil wir sowieso 50 Millionen Datteln haben. Na, oh, nee, haben wir gar nicht mehr. Okay, dann sollte ich vielleicht da doch... Ah, nee, Moment, die nicht. Der hier kann dann weitermachen. Dann sollte man da vielleicht doch mal was tun. So, und bei denen kann ich ja eigentlich auch was bauen, ne? War doch so. Ja, genau. Ich kann hier fette Moschee bauen. Theoretisch. Praktisch nicht. Weil wir... Ach, wir brauchen die Fliesen. Quarz und Ton brauchen wir ja dafür. Okay, das heißt, wir brauchen erstmal eine Tongrube. Das sollten wir auch hinkriegen. Das ist machbar. Und hier brauchen, haben wir einen Quarzsteinbruch. Den können wir hier hinbauen. Ja, sehr nice. Genau, das war doch schön. So, was haben wir hier an Rohstoffen eigentlich? 59 Steine, 43 Holz. Okay, das heißt, da können wir theoretisch auch eine schöne Steinstraße uns gönnen. Ja, das ist doch mal sehr nice. So, und dann machen wir das so. Okay, Tongrube. Die produzieren einfach so Ton. Einfach so aus dem Nüscht. Ja, läuft. Geil. Die produzieren einfach so Ton. Okay, gut. Dann gerne nehmen wir so hin. Nehme ich so mit. Warum nicht? Immer gerne. Okay, so. Der ist angehalten, der Holzfäller hier. Weil ich sonst hier nichts baue, ne? Habe ich denn nur den einen hier? Ja, ich glaube, ich habe nur den einen hier. Die Indigo-Plantage da ist komplett aufgebraucht. Ja, wir haben hier mega viel Indigo. Wir haben hier keine Leinen. Das ist das Problem. Okay, stimmt. Das ist das Problem hier. Dass wir keine Tücher haben.
Was war denn damit noch? Konnten wir denn bei dem netten Herrn hier... Noch ist die Gefahr des Krieges nicht gebannt. Nein, ist sie nicht. Mandeln. Wow. Mandeln wäre natürlich auch cool. Rosen. War auch nicht, oder? Also theoretisch könnten wir Rosen vielleicht anbauen und dann verkaufen an irgendwie oder so. Aber ansonsten braucht das doch keiner im Moment, oder? Die beschwipste Besatzung, die holen wir uns. Wo kriegen wir denn Tücher her? Ich glaube, wir sollen keine Tücher kriegen. Wir müssen dieses Unrecht stoppen. Ja, müssen wir. Ich glaube, wir sollen tatsächlich keine Tücher bekommen dieser Mission. Ich habe zumindest sonst keine Insel gesehen, wo wir das noch kriegen könnten. Also hier ist nämlich ja auch nichts. Hier unten, Salam alaikum. Der verkauft nichts. Salam alaikum salam. Und hier oben, ja, ist ja auch die... Ach so, ja genau, Ton gibt es hier. Ja, Ton kann angebaut werden vor allem. Mhm, angebaut. Ich baue hier Ton an. Ich sehe meine Tonsamen, damit dann schöne Tonpflänzchen hier produziert werden und wachsen. Das ist doch schön. Das gefällt mir. Wir säen hier einfach Ton. Okay, wir sehen, Fleisch ist hier schon mal mega viel auf Lager. Okay, ich glaube, es wird Zeit, hier eine zweite Handelsroute zu erstellen. Und zwar, wir eine neue Handelsroute von hier, wo wir einladen komplett Glas und wir laden komplett ein alles an Fleisch. Und dann laden wir hier alles Fleisch wieder aus und auch alles Glas wieder aus. So, und da haben wir noch ein untätiges Schiff. Komet, nee, wo waren das hier? Achilles? Nee, der ist von der Gewürz... Kriegsschiff. Handelsschiff, da, Aquarius, genau. So, du fährst da mal hin. Hier haben wir die Indigo-Route. Okay. Ja, Welfenberg, von Welfenberg dahin nach Kessadir, ne? Genau, richtig. Könnten wir tatsächlich noch eine weitere Route aufbauen, muss ich aber im Moment noch nicht. Ist gerade nicht so wild. Was sagen unsere... Okay, wir kriegen langsam wieder ein paar Lederwämser. Na, das ist doch schon mal schön. Okay, hier fehlt halt Fleisch. Das ist ein bisschen das Problem jetzt gerade. Die sind immer noch ausgeglichen, die Adligen. Denen geht es anscheinend noch nicht so gut. Ich meine, die Patrizier, die sind alle super happy. Aber die Adligen, die sagen sich noch im Moment nicht so. Kommt zum Erliegen. Wir haben nur 285 Bettler, davon hatten wir mal mehr, ne? Ich glaube, wir hatten mal mehr. Es gibt keine Bettler auf den Straßen. Ja, der gute Ian hat ja auch gesagt, wir lagern das schön aus. Aber nein, die sind hier schön integriert. Könnt ihr nicht ein paar Armen direkt neben denen. Na, guck mal, gerade redet man von denen. Da kommen sie. Vergesse ich euch nie. Ist vielleicht tatsächlich nicht ganz so toll, den Schulturm direkt neben dem Armenhaus zu bauen. Ne? Habe ich nicht ganz so nachgedacht, dass das vielleicht ja etwas problematisch sein könnte oder etwas mysteriös wirkt. Okay, wir kriegen gerade Minus. Gut. Oder auch nicht gut. Mosthof ist voll. Da muss was abgeholt werden. Wasservorrat, ja. Keine Ware mehr hergestellt. Im Moment. Das wird aber noch abgeholt. Bald davon gehe ich mal aus. Okay, wir machen fett Minus. Das ist nicht toll. Was ist mit unseren Bürgern? Die sind ausgeglichen. Was mit den Bauern? Die sind auch ausgeglichen. Denen geht's super. Die sind super happy. Aber wir müssen jetzt irgendwo irgendwas machen, um ein bisschen Geld zu sparen. Wie sieht's denn sonst aus? Also Rohstoffe da sind super entspannt. Hier sieht's auch super entspannt aus. Bis halt auf die Leinkutten, aber das wird wieder mehr. Brot ist wow. Bier geht auch voran. Und ja, Glas ist jetzt so ein bisschen, ne? Ja, da müssen wir was tun. Okay, wir haben jetzt tatsächlich schon die ersten Kriegsmaschinen. Das heißt, wir könnten uns theoretisch ein eigenes Schiff bauen. Wie wenig Geld haben wir? 3400 noch? Okay, das ist nicht so viel. Wir brauchen nur... ja, 70 Holz, 70 Seile und 20 Kriegsmaschinen oder was ist das? Sind das Kriegsmaschinen, diese kleinen Dinger? Sah jetzt so anders aus irgendwie. Sah aus wie eine Kanone, ehrlich gesagt. Ja, nee, tatsächlich, wir brauchen Kanonen. Kanonen. Wo sollen wir die denn herkriegen? Medikus brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Kohlebergwerk unwichtig. Boah, Kanongießerei, ja klar.
Ist ja klar, machen wir locker hier. Okay, ich denke mal, also hier, ihr könnt auch mal ein bisschen Platz machen hier. Meine Güte, wir stehen ja voll im Weg rum. Okay, da werden jetzt bald die ersten Glassteine kommen. Oder auch noch nicht. Doch, muss doch jetzt da sein. Ja, 12 Glas. Okay, sehr gut. Dann bauen wir nämlich direkt den Medikus hier. Bevor noch irgendwas Umwerfendes passiert und alle Leute krank werden, bauen wir hier Medikus leider nur einen. Weil nicht genügend Platz für einen zweiten ist, weil wir nicht genügend Glas haben. Okay. Minus 131. Oh, das ist nicht gut. Das gefällt mir als Mann überhaupt edlen nicht. Geblüts kann man hier prächtig leben. Ah, na bitte. Das erste Fleisch ist da, das heißt, die Adligen ziehen jetzt ein. Das heißt, unsere Geldsorgen sollten auch langsam schwinden. Denn die ziehen jetzt ja alle ein. Hier, die ziehen auch da noch ein, ne? Ja. Okay. Dann können sie uns gleich mal ein bisschen mehr Geld geben. Ist ja nicht viel, aber ein bisschen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Okay, da ziehen tatsächlich schon welche ein. Die Patrizier sind immer noch aufstiegsbereit. Denen geht's super. Und wir stellen keine Waren mehr her. Am Mosthof immer noch nicht. Okay, und die Gerberei auch nicht, weil wir da tatsächlich kein Salz mehr haben. Ja, das ist interessant. Hatte ich nicht mit gerechnet. Okay, wir können tatsächlich hier das Sohlebergwerk wieder in Kraft geben und dann tatsächlich auch eine zweite Saline bauen. Wenn wir mehr Holz hätten. Haben wir leider nicht. Okay, Holz ist tatsächlich ein Problem, sehe ich. Das ist tatsächlich ein großes Problem. Krass, dass echt so viel Holz da verbraucht wird. Das hätte ich nicht gedacht. Also brauchen wir wohl tatsächlich, sollten wir auf der Schiffsroute hier anfangen. Handelsroute 3. Auch hier Holz einzuladen. Und hier Holz auszuladen. Ja, sollte man mal tun. Geht nicht anders. Okay, die sind trotzdem auf einem guten Trip. Da kriegen wir jetzt bald wieder Plus. Wir sind jetzt schon sehr gut dabei. 91% erfüllt. Ja, na bitte. Okay, aber das Fleisch wird wahrscheinlich auch relativ schnell wieder aus dem Lager verschwinden. Gehe ich mal von aus, ne? Oh, 21, das ist eigentlich... Ist ja eigentlich noch eine ganz gute Menge. Das hört sich gut an. Ja, wir haben hier Fleisch. Wo sind die Kühe? Achso, da sind die Rinder. Tatsächlich reicht ein Schlachthaus aus, um die hier alle zu befriedigen. Okay, und wir haben zwei Holz. Ja, stimmt. Ich habe natürlich jetzt vergessen, dass nicht nur die Gerberei Salz braucht, sondern halt auch hier die Fleischproduktion. Das ist natürlich ein kleines Problem. Wenn die Salz fressen, dann brauchen die ein bisschen was. Okay, Hermes hat hier Lederwämser geladen und Indigo. Was sagt ihr zu meiner Stadtstruktur jetzt mittlerweile? Sieht doch eigentlich schon ganz ansehnlich aus, oder? Ist zwar natürlich noch nicht hundertprozentig schön. Wir kriegen jetzt aber auch wieder 5 Gold plus. Na, das ist doch mal, das ist doch was. Das ist auch ein Grund zum Feiern jetzt hier. So, und Steine gehen uns tatsächlich immer wieder mal ein bisschen zur Neige. Aber war der Aufstieg zum Kloster auch nicht zu beschwerlich? Nee, war er nicht. Aber er verkauft ja tolle Sachen. Er verkauft uns Wein. Na, das ist doch toll. Wollen wir mal ein bisschen Wein kaufen? Wer bräuchte denn Wein? Bedürfnis nach Sicherheit. Ach so, die haben hier keinen Schuldturm in der Nähe. Ah ja, ist ja unwichtig. Wer braucht schon einen Schuldturm hier? Es reicht ja, wenn ein paar Leute den haben. Ja, 18 von 21. Das heißt, theoretisch könnte hier noch was aufsteigen. Sind tatsächlich, ne, nur noch das hier. Ach nee, hier sind auch noch so ganz viele. Ja, okay, hier sind ja noch ganz viele, die aufsteigen können. Okay, dann geht da noch ein bisschen mehr. Theoretisch, wenn ich hier einen Schulturm hinbauen würde, dann wären hier wahrscheinlich auch noch mehr Bürgerrechte direkt. Aber habe ich ja jetzt im Moment nicht. Okay. Wow, das ist aber schon heftig. Okay, ich möchte mal gerne hier 10 Kriegsmaschinen drauf liefern. So, die Frage ist natürlich trotzdem, was passiert, wenn ich die da abliefer. Dann könnte es natürlich Zeta und Mordio geben und alles könnte zusammenbrechen und die Welt aus den Fugen. Wir brauchen immer noch die eiserne Schatulle und den kupfernen Schlüssel. Oder habe ich die Schatulle schon abgegeben? Das kann ja natürlich auch sein. Aber wir machen mal Folgendes. Bevor du hier hinfährst,
kommt jetzt tatsächlich mal Interceptor hier vorbei und bringt jetzt den Schlüssel vorbei. Nicht, dass wir die Schatulle, es kann doch sein, dass wir die Schatulle schon abgegeben haben. Ich habe irgendwas in Erinnerung, dass wir die schon mal hatten. Das wäre ja uncool, wenn wir die schon die Leute suchen meinen hätten. Schutz. Ich weiß nicht, wie viel ich noch aufnehmen kann. Naja, ein paar gehen auch. Notfalls können sie zu uns kommen. Ist das auch so ein kleines Dörfchen hier? Der Sultan hat nicht wirklich viel Geld. Also ich meine, wenn man sich unsere Siedlung dann anguckt oder selbst den Stützpunkt hier oben. Vor den Angriffen der blanken Heerführer. Guck dir das mal an hier. Sie können sich nicht zur Wehr setzen. Das ist ein heftiger Hafen, eine heftige Verteidigung. Das ist ordentlich. Und vor allem, wir haben sowas hier nicht. Au, aber wir haben jetzt, was wir jetzt hier haben, ist ganz viel Holz. Das ist doch schön. Okay, dann können wir hier auch direkt noch eine weitere Saline hinbauen. Okay, dafür brauchen wir wieder Kohle. Wie sieht's mit Kohle aus? Ach, Kohle ist entspannt. Kohle ist entspannt. Noch. Wahrscheinlich wird es dann irgendwann Probleme geben mit der Kohle, aber... Erstaunlich. Hier, bitteschön. Gib mal das dem Interceptor. Okay. Wow, und ich habe Papier gekriegt. Wow, geil. Also, nee, Papier verkauft. Aber Geld gekriegt für Papier. Sehr cool. Ich finde toll, dass der mir immer wieder was abkauft. Damit kann ich durchaus leben. Wir können theoretisch auch Pottasche auf den Verkaufsplan setzen. Was könnte man hier unten verkaufen? Hier können wir doch jede Menge verkaufen eigentlich, ne? Was verkauft man hier? Hier, guck dir das mal an. Wir können hier Indigo verkaufen. Ja, machen wir mal. Wir können hier auch Mosaik verkaufen. Und wir können hier auch Milch verkaufen. Und Datteln. Und theoretisch können wir auch Ton verkaufen, ne? Oder Quarz. Ist alles nicht so wild. Können wir alles verkaufen. Ich baue hier nochmal eine Tongrube hin. Und zwar hier unten direkt. Zack. Bauen wir hier nochmal ein bisschen was hin. So, bist du denn schon angekommen? Ah, er ist angekommen. Seid ihr an den Kostbarkeiten des Orients interessiert? Ah, okay. Tatsächlich haben wir anscheinend wohl nur den Schlüssel und nicht die Schatulle. Ha. Okay. Ich habe gedacht, das wäre schon... Naja, dann nicht. Dann fahren wir jetzt hier runter. Dann müssen wir das wohl anders regeln. Die Brunnen einer Noria leeren sich. Oh nein. Echt? Oh, Kriegsmaschinenwerkstatt. Okay, geil. Die Brunnen einer Noria leeren sich. Okay, das war klar, dass das irgendwann mal passiert. Ach, guck mal. Hier. Wir brauchen hier kein Holz. Das ist ja echt entspannt. Hier. Ach, und Gewürze haben wir hier auch so viele. Ja, komm, dann schalten wir mal eine Gewürzplantage hier aus. Das scheint ja erstmal wirklich entspannt zu sein. Keine großen Probleme hier. So, da haben wir auch wieder neue Gewürze gekriegt und hier sind auch noch 20 Gewürze drauf. Also, ja, das sieht schon sehr entspannt aus im Moment, muss ich sagen. So, die Patrizier sind aufstiegsbereit, die Adligen sind glücklich, sind auch alle schon eingezogen hier. 19 von 21, ja, da fehlt noch ein bisschen Glas. Wenn wir ein bisschen Glas haben, dann können die noch aufsteigen. Kriegen auf jeden Fall jetzt schon deutlich mehr Geld im Moment. Dann machen wir doch mal Folgendes, wenn die jetzt hier aufstiegsbereit sind, dann geben wir denen jetzt erstmal wieder die gelbe Plakette. Kriegen sie gelbe Plakette, dann kriegen wir ein bisschen mehr Geld und die müssen ja jetzt nicht unbedingt aufsteigen direkt. Wir haben jetzt erstmal ein paar Adlige. Was können wir eigentlich jetzt noch bauen? Wir können doch damit noch mehr Sachen bauen, ne? Nee. 950 Adlige bräuchten wir. Wir haben im Moment... Wie viele Adligen haben wir? 748. Ja, da geht noch was. Da geht noch was. Schiffslimit. 7 von 12. Okay, Militärbudget. 3 von 52. Wow. Da haben wir ja schon viele. 367 Bettler. Alle sind in einem Armenhaus. Das ist doch toll. Bauern haben wir auch nicht so viele. Das läuft doch alles sehr entspannt. Also überlegen können wir natürlich trotzdem, ob wir irgendwann Kanonen bauen. Hier. Jetzt habe ich doch hier die Kriegsmaschinen. Ach so, als er hier ist. Werft. Noch ist die Gefahr des Krieges nicht gebannt. Wo ist die Werft?
Werft. Okay, wir bringen den Schlüssel erstmal hierhin wieder. Werft. Wo ist Alter hier? Es werft. Ist das hier? Ach, da ist der. Vertraut mir. Ach so. Die einzige Möglichkeit, Forcas vom Perlen. Ja. Gut, dass du mich erinnerst. Das ist wichtig. Und wir werden natürlich das jetzt noch nicht abliefern, weil ist ja klar, die Folge ist vorbei. Ja, deswegen machen wir das erst beim nächsten Mal. Ja, ich bin ganz schön frech. Aber was soll man machen? Wir müssen es ja irgendwie hier hinkriegen. Und wir sehen, wir haben bald nicht mehr, bald kein Quarz mehr hier auf Lager. Das heißt, wir müssen uns auch da etwas einfallen lassen. Und Quarz tatsächlich abholen. Das ist schön. Das werde ich schnell noch, doch noch schnell zur Route hinzufügen. Einfach weil das wichtig wird. Wir brauchen eine Wirtroute. Wir brauchen eine neue Handelsroute. Route von hier. Da brauchen wir. Nee, da laden wir ein, so viel Quarz wie geht. Nach hier, da laden wir alles Quarz aus, was geht. Okay. Gut. Schiff hinzufügen. Jetzt habe ich natürlich nur noch irgendwelche Kriegsschiffe hier, aber es ist auch okay vielleicht, wenn wir hier über diese Distanz fahren. Sehr schön. Okay, 9 Tonnen Indigo. Sehr gut. Haben wir verkauft. Ja, wunderbar. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und dann schauen wir mal, was wir dann machen. Ich wünsche euch was und bis dahin. Macht's gut. Ciao.